Herzlich willkommen, Europawahl 2019. Bei mir ist Dietmar Geisen-Kersting von der Sozialistischen Gleichheitspartei SGP, Vierte Internationale. Jetzt müssen Sie mir erklären, Vierte Internationale, SGP, Sozialistische Gleichheitspartei, was ist das? Gut, wir sind die deutsche Sektion der Vierten Internationale. Das ist eine internationale sozialistische Bewegung. Es gab die erste, die zweite, die dritte Internationale, die kennen Sie wahrscheinlich die meisten. Und die vierte Internationale ist 1938 unter der Anleitung damals noch von Leo Trotzki gegründet worden. Und die existiert heute und die SGP ist die deutsche Sektion. Sie haben sich aus einer anderen Partei weiterentwickelt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber entwickelt. Wer war das vorher und seit wann gibt es sozusagen auch schon Ihre Initiative, Ihre Partei? Naja gut, ganz kurz. In den 70er Jahren ist der Bund Sozialistischer Arbeiter gegründet worden. Der hat sich umgewandelt, dieser Bund umgewandelt in eine Partei 1997. Das war die Partei für soziale Gleichheit. Und im Februar 2017 war es, da haben wir uns dann umbenannt in eine Sozialistische Gleichheitspartei. Und das hat einfach den Hintergrund, dass all unsere internationalen Parteien, die heißen Socialist Equality Party oder halt in ihrer Landessprache aber übersetzt Sozialistische Gleichheitspartei. Und wir wollten klar machen, dass wir eine internationale sind und zusammengehören. Deswegen haben wir den Namen geändert. Außerdem wollten wir auch klar machen, wir sind Sozialisten. Das ist jetzt auch in unserem Namen. Wie viele internationale Mitstreiter gibt es? Naja, wir haben Parteien auf fast allen Kontinenten. Leider noch nicht in Afrika, aber ansonsten halt in den USA, in Kanada, in Lateinamerika haben wir verschiedene Gruppen und dann hier in Europa, in Frankreich haben wir eine Partei, in Großbritannien, hier in Deutschland Gruppen, auch in anderen Ländern, in der Türkei eine große Gruppe und ja, Asien haben wir in Indien und in Sri Lanka eine sehr große Partei und in Australien haben wir auch noch und in Neuseeland. Habe ich jetzt alle? Na, wenn nicht, also wir sind eine Internationale und versuchen natürlich in jedem Land auch. Das ist klar, das ist jetzt klar geworden, super. Wenn man mal so zu den Hauptzielrichtungen der Sozialistischen Gleichheitspartei kommt, was sind das, bevor wir noch zu Ihren Spezialthemen kommen, die Sie politisch abdecken? Naja, wir sind Sozialisten und wir sind internationale Sozialisten, das heißt, wir treten für ein Programm ein, um der wachsenden Opposition jetzt gegen Krieg, soziale Ungleichheit, aber auch gegen den wachsenden Rassismus eine Perspektive zu geben. Das heißt, was muss getan werden gegen diese Gefahren, die existieren? Und als Sozialist tritt man ein für die Enteignung großer Banken, großer Konzerne, dass die gesamte Wirtschaft, die Produktion unter die Kontrolle der Arbeiter gestellt wird im Interesse der Menschen. Das heißt, dass nicht nach privatem Profit produziert wird, organisiert wird, die gesamte Wirtschaft, sondern eben nach den Interessen und Bedürfnissen der Menschen. Jetzt wirft Ihnen der Verfassungsschutz im Verfassungsschutzbericht 2017 vor, dass Sie gegen die freiheitliche Grundordnung dieses Landes und dass Sie diese auflösen wollen sozusagen. Das war bei Ihrem oder aus der Partei, aus der Sie sich entwickelt haben, aus den 70er Jahren bisher nicht so, sondern das ist jetzt erst neu entstanden und Ihre Partei klagt dagegen vor dem Verwaltungsgericht in Berlin. Warum und warum sind Sie plötzlich unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes? Haben Sie dafür eine Erklärung? Ich gehe mal davon aus, dass wir schon immer unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes waren, dass wir jetzt halt genannt werden im Verfassungsschutzbericht. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal, also vom Jahr 2018 für 2017. Das hat eher was damit zu tun mit den politischen Entwicklungen, die stattgefunden haben. Nämlich einmal, dass der Drang auch Deutschlands wieder militärisch aufzutreten, die Handelskriege auch mit den ehemaligen Verbündeten wie den USA und gleichzeitig eine enorme soziale Ungleichheit, eine Opposition in der Bevölkerung. Wir haben international, auch hier in Deutschland, Umfragen, wo halt der Sozialismus mehr Anerkennung beliebter ist als der Kapitalismus. In einer Jugendumfrage in Europa haben die Mehrheit der Jugendlichen gesagt, sie würden sich an einem Aufstand beteiligen in den nächsten Wochen und Monaten, wenn er denn stattfinden würde. Und all das hat den Verfassungsschutz dann dazu veranlasst, genauer bei uns hinzugucken und uns einzuschüchtern, weil das ist natürlich Sinn und Zweck
der Nennung im Verfassungsschutzbericht, uns einzuschüchtern. Es ist ein Teil Ihrer Programmatik auch die Auflösung der Europäischen Union und NATO. Sie wollen dagegen die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa. Glauben Sie, dass das schon gewertet wird sozusagen als umstürzlerisch? Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen populistisch auch. Ja, was der Verfassungsschutz uns vor allem vorwirft, ist eine pauschale Kritik am Kapitalismus. Mhm. Ich habe ja gleich noch Gelegenheit, meine Kritik zu konkretisieren. Und gegen vermeintlichen Nationalismus. Mhm. Und ich meine, das ist ein Ding. Was ist denn vermeintlicher Nationalismus? Wir schreiben gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen die Rechten, gegen die AfD. Wir haben berichtet von den Demonstrationen und Protesten gegen den AfD-Parteitag hier in Köln, in Hannover. Und im Verfassungsschutzbericht kommen diejenigen, die protestiert haben, als Verfassungsfeinde vor und die AfD als Opfer von Verfassungsfeinden, von Linksextremisten vor. Mhm. Und das ist nicht unsere Haltung von Demokratie und von der Gesellschaft, die wir anstreben. Jetzt sind Ihre Spezialthemen soziale Ungleichheit. Der Oxfam-Bericht hat letzten Endes zutage gemacht, die Milliardäre werden reicher, die Ärmeren werden ärmer. Ist das Teil auch dessen Ihrer Argumentation? Ja, unbedingt, weil dieser krasse Widerspruch zwischen Armut und Reichtum, also Oxfam-Bericht, wenn Sie es ansprechen, 26 Milliardäre haben so viel wie 3,8 Milliarden Menschen, die Hälfte der Bevölkerung, das ist in jedem Land so, klein in den USA noch ein bisschen extremer als hier in Deutschland, aber hier in Deutschland haben auch 36 Milliardäre genauso viel wie die Hälfte der Bevölkerung, 40 Millionen. Weltweit haben 1000 Superreiche 1,1 Billionen Euro Vermögen und das ist ja nicht so, dass halt momentan die Gesellschaft in die Richtung geht, das wird jetzt erstmal umverteilt. Ja? Das heißt, die Steuern werden erhöht für Reiche oder so, sondern im Gegenteil, umgekehrt. Das heißt, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und das lässt sich eben nicht mit Demokratie oder dergleichen vereinbaren. Deswegen die Polizeigesetze, aber da sprechen wir vielleicht noch zu oder wenn nicht jemand anders von der SGP. Angriffe auf Arbeitsplätze und den Lebensstandard ist auch so ein Thema, das Sie thematisieren. Wie sehen Sie das auch vor der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung? Menschen haben dann mehr Zeit, braucht man dann ein Grundeinkommen oder ich nenne mal so Schlagworte, so Grundeinkommen, die SPD will eine Grundrente. Also wie ist da die Position der SGP? Nun, wir haben keine Blaupausen im Programm. Wir sind Demokraten. Wir wollen die Perspektive vorbringen, mit denen die Arbeiterklasse diese Fragen diskutieren und lösen kann. Mhm. Weil im Moment ist es ja eben nicht so, dass halt diskutiert wird, in welchem Sinne und in welchem Interesse wird gerade die Automatisierung umgesetzt. Das ist ganz klar im Interesse der Aktionäre und nicht im Interesse der Arbeiter. Ja, also gerade die Autoindustrie, wir sind hier in Köln, wir haben Ford, da wollen sie 5000 Arbeitsplätze hier in Deutschland entlassen, 3400 in Köln hier. Die Autoindustrie nutzt gerade die enorme Entwicklung, Elektromobilität, selbstfahrende Autos und dergleichen mehr, Automatisierung, nicht dazu, um die Arbeit zu erleichtern, die Arbeitszeit vielleicht zu verkürzen, sondern um Arbeitsplätze abzubauen, um die Dividende hochzuhalten. Ja. Ford hat 2,3 Milliarden Dollar an Dividenden letztes Jahr verteilt. Also an die Aktionäre. Und jetzt kommen sie und wir müssen sparen und Arbeiter müssen ihre Arbeitsplätze verlieren. Ford hat auch das Motorenwerk in Köln subventioniert bekommen mit staatlichen Mitteln. Finden Sie sowas richtig oder was macht man dann, wenn zum Beispiel so ein Konzern wie Ford Menschen entlässt? Muss man dann sowas zurückfordern, staatliche Subventionen? Na, wir hätten halt Ford nicht subventioniert. Wir sind Sozialisten. Wir sind der Meinung, dass so große Konzerne wie Ford unter Arbeiterkontrolle gestellt werden müssen. Solange das nach den Interessen der Aktionäre, der Banken, der Superreichen oder der reichen Erben wie Bill Ford geht, hat das überhaupt nichts mit zu tun, für die Arbeiter irgendwas zu schaffen. Die Arbeiter verkaufen ihre Arbeitskraft und werden gekettet an die Interessen der Dividende, derjenigen, die die Dividenden erhalten. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Es wird eben nicht diskutiert, was ist notwendig im Interesse der Beschäftigten. Wir haben immerhin
24.000 hier in Deutschland Fortarbeiter. Insgesamt weltweit sollen 25.000 aber jetzt entlassen werden. Die meisten in Europa, aus Großbritannien soll ganz zurückgezogen werden. All das sind Fragen, die ja nicht diskutiert werden. Diskutiert wird oben in den oberen Chefetagen, in den Aufsichtsräten, in denen auch die Gewerkschaften und die Betriebsräte übrigens sitzen, was geschehen muss, damit halt der Profit aufrechterhalten wird. Und wir sind der Meinung, nein, das kann nicht akzeptiert werden. Hier geht es um ganze Stadtteile, hier geht es um die Leben von Arbeiterfamilien, von Tausenden von Arbeiterfamilien. Deren Interessen müssen im Vordergrund stehen. Das muss diskutiert werden und nicht das Interesse von irgendeinem Milliardär nach einer weiteren Milliarde. Sie haben es gerade schon ein bisschen durchklingen lassen. Sie kritisieren Gewerkschaften, SPD und Linke auch sehr stark. Sie sind also nicht im Bund sozusagen mit klassisch links orientierten Parteien. Wenn Sie das klassisch links nennen, ja. Jetzt, man muss das immer ein bisschen verstehen. Die SPD, wir zählen das zumindest die SPD, die Linke hat sogar im Namen und die Gewerkschaft zum linken Spektrum der Gesellschaft. Und nicht unbedingt zum rechten Spektrum der Gesellschaft, auch wenn es natürlich manchmal Überschneidungen oder andere Tendenzen gibt. Ich will es nochmal präzisieren sozusagen. Jetzt würde man natürlich sagen, eine sozialistische Partei würde man eher natürlich dem linken Spektrum, jetzt politische linken Spektrum, ohne das genau zu differenzieren. Aber Sie üben starke Kritik daran und auch an den Gewerkschaften, vielleicht um es da nochmal pointiert auf den Punkt zu bringen. Nun, die Gewerkschaften hier in Köln bei Ford, die IG Metall, sind diejenigen, die die Angriffe durchsetzen. Die haben sich total verwandelt. Das sind nicht mehr, wie noch vielleicht vor 3-4 Jahrzehnten, Organisationen, die, wenn auch nur in beschränktem Maße, Interessen von Arbeitern vertreten, sondern sie sind diejenigen, wie eine Betriebspolizei, die in den Betrieben die Interessen durchsetzen, der Konzerne. Die sitzen mit denen im Aufsichtsrat, hier in bei Ford sitzt der Martin Hennig, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Ford, auch der Betriebsratsvorsitzende aus dem Saarland, also Saarlouis, Markus Thal, der Vertrauenskörperleiter hier aus Köln. Die sitzen mit anderen Mitgliedern der IG Metall im Aufsichtsrat, diskutieren dort, was notwendig ist und setzen es dann um. Und das heißt, wer heute Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen, Löhne verteidigen will, muss sich außerhalb der Gewerkschaften organisieren. Das war mal anders, aber mittlerweile, die Globalisierung hat die Gewerkschaften vollständig verwandelt. Das sind nicht mehr Arbeiterorganisationen, die die Interessen von Arbeitern vertreten. Wir brauchen neue Organisationen und deswegen ruft die Sozialistische Gleichheitspartei für Aktionskomitees auf. Sie sprechen auch immer von Arbeiterklasse. Das ist jetzt so ein Begriff, klar, für die Internationale, die wir auch aus der geschichtlichen und historischen Betrachtung natürlich kennen. Wenn man jetzt auf Fortarbeiter trifft, die Sie wahrscheinlich auch treffen werden ab und zu, fühlen die sich noch einer Arbeiterklasse zugehörig oder wie wird das an sie zurückgespiegelt, wenn sie auch mit ihren politischen Programmen dort mit Menschen sprechen? Naja, die Fortarbeiter fühlen sich schon als Arbeiter und die meisten wissen schon, dass sie arbeiten gehen, um leben zu können. Arbeiterklasse ist ja von Marx definiert worden als diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und das ist 90% der Bevölkerung, die das machen müssen. Und die sprechen wir an. Wir haben nicht diese, das ist vielleicht aus den 70er Jahren vielleicht noch so übergeblieben, ja, die Arbeiter mit dem Blaumann und dem Hammer in der Hand oder so. Aber wir sprechen, als Arbeiterklasse sprechen wir all diejenigen an, die, um leben zu müssen, arbeiten müssen und nicht Aktien haben und Coupons abreißen, wie Engels das genannt hatte. Jetzt kandidieren Sie für das Europäische Parlament. Vielleicht nochmal so ein oder zwei Punkte, die Sie auch europaweit, wir haben jetzt viel über Ford Köln und Deutschland gesprochen, auch über Globalisierung natürlich, Forderungen, die Sie wollen ja, glaube ich, auch eine Auflösung der EU-Staaten, was wir auch schon gerade mal besprochen hatten. Vielleicht nochmal eine Forderung, wie denn dann so ein Gebilde von sozialistischen Ländern als Europa, vereinigte sozialistische Staaten von Europa, ich will es ganz präzise machen, was da unterschieden wir von dem heutigen System, damit man das nochmal vielleicht so klar als Bild auch bekommt. Ja, Entschuldigung, hatten Sie gerade schon mal angesprochen, die EU. Gut, die EU, wir halten das für eine Vereinigung von kapitalistischen Staaten, wo die Arbeiterinteressen, die Interessen der Bevölkerung wieder nichts zu tun haben, sondern dort im Rahmen der EU wird ausgefochten, welche Interessen Vorrang haben
vor den anderen national, aber halt welche Kapitalinteressen Vorrang haben. Die EU wird auch in ganz Europa erkannt als diejenigen, die verantwortlich sind für die Kürzung. Ja, das ist vielleicht nicht hier in Deutschland so, aber fragen Sie mal einen Griechen, der weiß, wer für die Kürzungen, die erlitten haben, verantwortlich sind. Und es ist ja auch nicht so, ich meine, Griechenland ist das beste Beispiel. Da sind Milliarden hingewandert und wo sind die hingegangen? In die Tresore der europäischen Banken. Die Milliarden sind ja nicht bei den Griechen angekommen. Im Gegenteil, die bezahlen jetzt mit Kürzungen, Rentenkürzungen, Lohnkürzungen, Mindestlohnkürzungen, mit dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems dafür, dass halt die EU und die europäischen Institutionen Griechenland gerettet haben. Also angeblich Griechenland, das war ja natürlich nicht Griechenland, das waren die Banken, die europäischen Banken, die gerettet worden sind. Und dafür steht die EU. Und wir setzen dagegen eine internationale Vereinigung und als ersten Bestandteil eine Vereinigung von Arbeitern in Europa. Vereinigte sozialistische Staaten in Europa. Das heißt, in jedem Land müssen Arbeiterregierungen gebildet werden, die Interessen der Menschen in den Vordergrund stellen. Die gesamte Gesellschaft muss anders organisiert werden. Also jetzt nicht technisch anders organisiert werden, die Technik ist ja sehr weit, gesellschaftlich anders organisiert. Die Interessen der Menschen müssen in den Mittelpunkt und nicht die der Wirtschaft und der Aktienbesitzer. Dietmar Geisenkersting von der Sozialistischen Gleichheitspartei, Vierte Internationale, SGP, zu Themen wie Ford, aber auch den Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und uns das erklärt haben. Dankeschön. Gerne, gerne.